Technology researched. Sehr schön. Was haben wir jetzt? Die Megakanone. Das wird lustig. Flakbatterien interessieren mich nicht. Autokanonen auch nicht. Das Ding hier. Energiewaffen. Extraktionsmuster. Bitte. Was? Feldproduktion Mineralien um 5% gesteigert. Und dauert 125 Monate. Boah. Ja, mein Gott. Weißt du, das geht halt am schnellsten grad. Okay, der nächste Planet, der kolonisiert wurde. Damit haben wir jetzt auch wieder mehr Energie übrig. Und wir fangen erstmal an, wie immer. Nein. Ach Gott, ey, das ist so anstrengend. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so schön das Spiel ist, aber auf Dauer ist es echt anstrengend, wenn du in den Menüs unterwegs bist und andauernd diese komischen Meldungen aufploppen. Vor allem, mich interessiert es inzwischen gar nicht mehr. Ganz egal, was sie da entdecken, die sollen einfach nur noch forschen. Es ist mir so wurscht. Whatever sie da auch finden. So, er ist in 3 Monaten fertig. Das heißt, wir können unsere Energieproduktion immens hochpushen. Den Zustand hätte ich mal vorher brauchen können, ne? Ich meine, wir haben zwar im Kampf gegen dieses Just Can Star Union sowieso gewonnen, aber es wäre trotzdem nochmal angenehmer gewesen. Forschungsschiff. Machst du noch irgendwas, oder? Er wirkt irgendwie so inaktiv, ne? Eigentlich können wir mit den Schiffen, mit diesen Forschungsschiffen dann auch sagen, Forschung unterstützen, weil wir haben bald nichts mehr zum Erforschen. Hier unten kommen wir nicht weiter, hier kommen wir nicht weiter, also wir sitzen fest. Hier könnten wir weiter vorrücken, aber ganz ehrlich, die paar Dinger da, nee, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Was wir auf jeden Fall platt machen werden, das ist der Bursche da oben. Und der Bursche, die brauche ich nun wirklich nicht. So, 3 Kolonieschiffe. Warum zur Hölle habe ich 3 Kolonieschiffe, wenn ich jetzt eh nur noch ein System kolonisieren kann? Nee, kann ich gar nicht. Ich bin ja schon voll. Oh Mann. Ja gut, ich habe sie mal und damit habe ich sie. Gut ist, ne? Du bist fertig. Du hast nichts mehr zu tun. Schau mal, da sind noch 2 Systeme. Technology researched. Oh, stopp, 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 stopp. Weißt du, was mich so ein bisschen wundert? Du kannst diese Vorgängerrasse auch auf andere Art und Weise finden, weil die sitzen ja tatsächlich mit ihrer uralten Technologie irgendwo rum. Ja, die haben ja so eine Ringwelt. Zumindest die Cybrex, soweit ich weiß. Und die ist irgendwo in der Galaxie. Und normalerweise sollst du diese ganzen Cybrex-Events hier aufklären, also diese 6 Artefakte bergen, um die Position ausfindig zu machen. Und wenn du schnell genug bist, dann ist dieses Ding tatsächlich noch intakt und du kannst es besetzen und übernehmen. Der Witz ist nur, selbst wenn wir das jetzt finden würden, es wäre schon längst verfallen und zerstört. Definitiv, weil da hast du angeblich nicht allzu viel Zeit. Und was ich halt witzig finde, wir haben inzwischen weit, weit über 1/3 der Galaxie erforscht und haben nichts dazu gefunden. Ja, rein gar nichts. Wir haben nicht mal die Heimat der Cybrex gefunden. Und das wundert mich dann schon so ein bisschen. So, jetzt erst einmal, jetzt wird's schön. Die ganzen Kraftwerke allesamt aufleveln. Oh Gott. Aber wir werden diese Energieproduktion auch bitter, bitter nötig haben. Wenn nämlich dieses Endgame eintritt, was demnächst der Fall sein wird. Lange dauert es nicht mehr. Wir haben jetzt, ach du Scheiße, wir haben jetzt nur noch 1 Jahr Zeit, dann beginnt das Endgame. Theoretisch. Also es wird langsam, aber sicher interessant. Ja, 2399, 1 Jahr noch. Dann sollte ich vielleicht auch die Flottenproduktion extremst ankurbeln. Um Gottes
Gottes Willen. Kann man nicht einfach mit einem Schalter sagen, Upgrades auf alle Planeten anwenden? Muss ich mich jetzt echt durch jeden einzelnen durchklicken hier, oder? Wahnsinn. Aber ich werde jetzt dann auch bald eine Aufnahmepause machen, weil ich spiele hier schon wieder seit fast 3 Stunden. So, ah ja, hatten wir nicht noch irgendwo einen Planeten mit einem Betarian-Kraftwerk, wo ich gesagt habe, jo, könnte man da hinsetzen? Könnte man tatsächlich da hinsetzen? So, du könntest auch noch ein Forschungslabor gebrauchen und hier ebenfalls noch ein Forschungslabor. Eldarak, hier, guck mal, können wir auch noch Upgrades reinhauen? Ach du Schande. Construction complete. Ich pushe hier teilweise auch mal die Physikforschung. Oh, shit. Ach, Wirbelstürme haben wir ja auch noch. Gefährliches Wetter. Ja, wunderbar. Eigentlich ist das alles viel zu viel Arbeit, als dass du jetzt kurz vorm Endgame sagen könntest, du erledigst das alles. Ich müsste eigentlich echt mal so eine Offscreen-Session machen, wo ich sage, ich pausiere das Spiel und mache diese ganze Drecksarbeit quasi, außerhalb von Let's Play. Aber, mein Gott. Ja, genau, hier hat mir das Betarian-Kraftwerk. Das ist direkt auf dem letzten Planeten, auf Shutra Prime. Okay. Hier könnt ihr schon mal anfangen, ein paar Sicherheitsdinger zu bauen. Ja, nee, danke. Ja, gut, pass auf. Haben wir nicht irgendwie technologisch nochmal was freigeschaltet? War da vorhin nicht was und ich hab's jetzt mal wieder verpennt? Nee, ne? Nee. Ja, nee, doch, die Megakanone. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das Ding macht jetzt momentan 81,44 und der macht 83,92. Und hat auch eine größere Reichweite, oder? Reichweite 120, der Reichweite 100. Ich bin jetzt fast versucht, 2 verschiedene Schlachtschiffe zu erstellen. Den hier lassen wir mal. Jawohl. Dann. Ihr aufrüsten, ihr aufrüsten. Ihr könnt nicht aufrüsten. Ihr wollt scheinbar gar nicht aufrüsten. Nee, weil da keine dabei sind. Ja, okay. Ich möchte ganz gerne ein neues Design. Und zwar Schlachtschiffe. Natürlich mit einem X. Und hier nehmen wir die L-Slots. Dann nehmen wir die L-Slots und hier hinten auch nochmal L oder M. Sekunde. Ich nenne das mal ganz kurz Test, einfach, dass man es... Hat nicht genügend Energie? Ja, warte, jetzt hat es genügend Energie. Kann nicht geändert werden, während Third Legion verbessert wird. Wieso Vorlage? Ach Mann, jetzt habe ich wieder ins falsche Ding geklickt. Ich flipp noch aus. Okay, pass auf. Schlachtschiff, du hast hinten ohnehin dieses M-Hack und da haben wir 2L, 2M. Okay. Hier den Burschen, hier den Burschen und hier sagen wir auch einfach mal den Burschen. Dann kommt da die Partikellanze rein. Hier hauen wir einfach nur einen Haufen KI-Raketen rein. Boah, ich kann schon nicht mehr klar reden, es ist furchtbar. Energie. Da hätte ich ganz gerne das, dass wir hier richtig schön auf Panzerung gehen. Achso, das reicht ihm dann nicht aus. Das heißt, ich brauche hier tatsächlich die Energie. Den nenne ich mal Behemoth. Vorlage kann nicht geändert werden, während Third Legion... Wieso kann das nicht geändert werden? Es ist keine Vorlage. Es ist verdammt nochmal keine Vorlage. Es ist ein neues Design. Warum kann er das nicht ändern? Ich verstehe es nicht. Neues Design?
Schlachtschiff? Ich werde doch wohl zwei verschiedene Schlachtschiffe designen dürfen. Upgraded. Also es ist so ein Witz manchmal, ehrlich. Fifth Legion verbessert wird. Warum jetzt die Fifth Legion? Ich schnall's nicht. Ich schnall's einfach mal nicht. Und es kann halt noch dauern, bis die verbessert werden, ne? Weil die nämlich bei Tekkos sitzen und Tekkos hat momentan den Bauauftrag mit den ganzen Schlachtschiffen. Dann schmeiße ich den einfach mal raus gerade. Gott, also sowas nervt. Ich verstehe den Sinn dahinter überhaupt nicht. Warum kann ich kein neues Schiff kreieren, während andere Schiffe aufgerüstet werden? Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. So, da die gegossenen Kristallplatten noch rein. Mumifizierter Pilot. Ja, danke. Interessiert nicht. Hier stimmt soweit alles. Behemoth, speichern. So, jetzt müssten wir eigentlich zwei Schlachtschiffe haben. Ja, genau, Liberator und Behemoth. Siehste, so einfach geht es. Und jetzt dürft ihr eure Upgrades kaufen oder ich verlege die Flotte einfach. Das kann ich natürlich auch machen. Was ich natürlich jetzt nicht mehr geschafft habe und bis zum Endgame definitiv nicht mehr schaffen werde, weil es sind halt nur noch 3-4 Monate, bis es losgeht. Das ist eine andere Antriebsart. Ich wäre am liebsten von den Wurmlöchern komplett weggegangen. Schade, schade, schade. Was soll's. So, was haben wir jetzt hier? Du bist das Forschungsschiff. Wo ist denn der Bursche? Genau. Ich könnte hier fast noch mehr Konstruktionsschiffe benötigen. Da schicken wir jetzt einfach mal zwei rein. Ihr seid die Kolonieschiffe, genau. Ach, da haben wir ein paar Sachen noch gar nicht erforscht. Ist das Forschungsschiff hier dran? Hallo, Forschungsschiff? Da ist das Forschungsschiff. Dann sage ich hier einmal erkunden und da noch erkunden, dass wir die auch noch haben. Okay, du bist Forschungsschiff, du bist auch am Arbeiten. Haben wir noch irgendwo... Da haben wir tatsächlich noch ein Konstruktionsschiff. Dann hätte ich ganz gerne hier Bergbaustationen und hier Bergbaustationen und dein anderer Kollege, also er hier, nee, er hier, genau. Der könnte hier noch alles bebauen. Dann wäre das auch erledigt. So, was sagt jetzt das Haradeshi? Alles ebenbürtig. Sollte es also zum Krieg kommen, was ich jetzt mal nicht hoffe, dann entscheidet die Strategie. Sag mal, der drückt sich doch hier immer weiter vor, oder? Da haben wir uns jetzt zurückgedrückt. Alter, der, wenn mich jetzt so einnimmt, dann ist vorbei, ne? Was brauche ich denn gleich nochmal für ein Habitat? 150. Ach, scheiße. Okay, das wird nichts mehr. Schade, schade, schade. Das wird nichts mehr. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf das Endgame. Einheit verloren. Sozialforschungseinheit Unit Y1 hat aufgehört zu funktionieren. Und das genau am 01.01.2400. Mit einer Temperatursteuerung experimentiert die Angabe. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen hier einen neuen Wissenschaftler. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich rekrutiere einfach mal einen neuen. Was haben wir denn da? Erfahrungszuwachs plus 25%. Jo. So. Okay, wir sind im Jahre 2400. Da speichere ich jetzt extra ab. Und genau an der Stelle mache ich jetzt auch eine Aufnahmepause. Ich weiß, es ist super gemein, aber so ist es nun mal. Ich bin sehr gespannt, wann hier das erste Krisenereignis eintritt oder wann es erstmals eintritt, weil es muss nicht unbedingt jetzt im Jahre 2400 sein. Es kann sein, dass es nochmal 25 Jahre dauert oder vielleicht 100 Jahre, wer weiß. Mal gucken. So, das war es soweit erstmal von mir. Ich würde sagen...
Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Sollte euch hier das ganze Stellaris Spektakel gefallen, dann lasst doch gerne bei den Videos ein Like da. Das würde mich unterstützen. Und schaut doch hin und wieder mal auf Facebook vorbei. Da poste ich hin und wieder ein paar Sachen bezüglich des Let's Plays, bezüglich anderer Projekte und diverser Planungen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.